Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny Spitters. Wir befinden uns nochmal wieder auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten und haben die Aufgabe, diesen IC nach Wuppertal Hauptbahnhof zu bringen. Haben ja noch allerdings ein wenig Aufenthalt, wenn wir noch einen Zug vorlassen müssen, beziehungsweise der hat Vorrang. Und ich würde sagen, wir befinden uns hier noch im Fotomodus, können uns ganz kurz hier die Anzeigetafel ansehen. Und dann sehen wir, dass wir über Schwelm, Wuppertal, Barmen, Wuppertal und der Wuppertal Hauptbahnhof fahren. Und hier steht noch ein Güterzug, der noch hier zu warten hat. Und ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und beginnen damit, diesen Zug aufzurüsten und die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ich würde sagen, das macht Sinn. Machen hier noch ein schönes Foto. So, das lassen wir alles mal so, oder? Und das noch ein bisschen höher. Genau. Ja, das lassen wir alles so. Belichtung. Mal auf 60%, Sättigung noch ein bisschen höher. Genau, da sieht das doch alles schon viel besser aus. Helligkeit. Wunderbar, das sieht doch richtig schön aus. So, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen und fangen damit an, die Türen zu öffnen. Dazu müssen wir natürlich den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Zack, zack. Dann können wir die Türen Störung, entriegeln. Störung. Das ist getan. Dann müssen wir die Zuglichter auch einstellen. Dies machen wir noch ein. Da müssen wir kurz aufstehen. Aber wir machen Folgendes: auch hier den Bremsschlüssel aufgesperrt. Die AFB müssen wir natürlich noch AFB, einstellen. AFB, Diese auf AFB. 40 vorwählen. Auch das machen wir. Da müssen wir aber noch kurz aufstehen, denn wir müssen die Zugspitzensignale auf Weiß stellen. Wenn das nicht schon geschehen ist, dann ist nicht geschehen. So, jetzt aber, da machen wir noch die LTB, die SIFA, GTB, SIFA und so weiter ein. Wir setzen uns wieder auf unseren Platz. Wir sehen, dass wir den gefährlich an haben, das brauchen wir ja noch nicht. So, nee, das müssen wir, aber wir nicht abblenden. So, dann können wir die Türen verriegeln. Dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. Wir können aber noch nicht weit fahren, weil wir noch rot haben, weil wir, wie gesagt, noch einen Zug vor uns haben. Können wir mal kurz, ja, können wir bis zum roten Signal nur vorfahren. Aber dann müssen wir halten. Weil wir, wie gesagt, noch einen anderen Zug vorlassen müssen, der hat Vorrang. Und deshalb müssen wir am Ausfahrtssignal stehen Sie bleiben. war. Meine sehr verehrten Fahrgäste,
Aufgrund eines entgegenkommenden Zuges auf unserem Gleisblock verzögert sich die Weiterfahrt um ein paar Minuten. Wir bitten um Verständnis. Sie fahren. So, dann halten wir hier mal. Dann schauen wir uns mal an, warum, weshalb, wieso. Wenn da schon was zu sehen ist. Ja, da steht einer auf unserem Fahrweg. Der hat rot. Das ist der Grund, ein ICE, so wie es aussieht. Für per Doppeltraktion. Gut, dann warten wir einfach mal, würde ich sagen. Können wir uns mal kurz dort hinbegeben. Ja, hier irgendwo stehen. Ach, das ist der Talent. Beziehungsweise die Hamsterbacke, die hier steht. Das ist das Problem. Der müsste jetzt Ausfahrt haben. Du hast grün, Kollege. Schön gehen zu oder auf oder was? Jetzt gehen sie wieder auf. Ich drehe ab. Du hast Abfahrt. Hallo. Du hast 16:05 Abfahrt. Es wartet ein Fernverkehrszug auf dich. Nur mal so nebenbei. Kuckuck, abfahren! Also, geht doch. So, das ist der Zug auf jeden Fall. Der Grund, warum wir hier stehen müssen. So, Kollege, lass knacken. Du müsst ja jetzt gleich da in die Kurve auftauchen. So weit warst du jetzt auch nicht. Da kommt er. Da kommt die Hamsterbacke. So, wir dürfen. Zugbeeinflussung. Das ist doch wunderbar. Ups, ich war auf dem falschen Gleis.
Beeinflussung. So, dann springen wir mal rein und sehen, dass wir fast zu schnell sind. Wir dürfen nämlich 45 nicht überschreiten, weil wir uns nach wie vor in einer Überwachung befinden, beziehungsweise 1000 Hertz Beeinflussung. So, was sind wir? 80 fahren zumindest. Oh nee. Eieiei, das wäre beinahe schief gegangen. Da habe ich jetzt nicht hingeguckt. So, Befreiung. Beeinflussung. So, jetzt aber 100, mindestens 80. Zugbeeinflussung. Mann, Kack hier. Entschuldigung, ist das so? Sie fahren. So, 80 nach wie vor. Sie fahren. Zugbeeinflussung. So. Wir werden hier über die S-Bahn-Strecke umgeleitet, wie ihr seht. Ei, das soll für 80 die Weichen zu. Also 80 war jetzt hier nicht unbedingt die Weichengeschwindigkeit. Das war doch zu schnell, aber es war 80 erlaubt. Wunderschön. So, dann dürfen wir jetzt auch gleich 100. Genau jetzt. Von langer Dauer, wir schon wieder 90, also es ist Sie fahren. Keine chillige Fahrt, jetzt ist schon, man hat schon was zu tun.
20. Siva. Siva. Ah, sehr schön. Holzzug. Aber kurzer Holzzug. War echt kurz. LCP brauchen wir, glaube ich, nicht mitrechnen. Dafür sind die Geschwindigkeiten noch einfach viel, viel zu gering. Und auf dieser Strecke, das würde keinen Sinn machen. Barmen und Wuppertal Hauptbahnhof sind unsere Ziele. Die Ziele dieses Zuges. Ich glaube nicht, dass das normalerweise keine Strecke für ein IC, für einen Fernverkehrszug. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Dort ist die Hauptstrecke, ihr seht es vielleicht. Ja, dann mal ein bisschen hinzoomen. Wenn ich das schaffe. Das ist schwer zu erkennen. Oder bin ich jetzt total lost, total falsch hier, kann auch sein. Na, warten wir erstmal. Siva, Siva. So, das haben wir auch geschafft. Zugbeeinflussung. So, da vorne werden wir wieder quittieren dürfen müssen sollen. Oder wir sind jetzt quittierunpflichtig, weil wir jetzt auf die Geschwindigkeit von 80 sind. Das kann natürlich auch sein. Ne, wir müssen quittieren. Dann tun wir das. Natürlich richtig langsam mal beschwemmen, näher kommen. Zugbeeinflussung. Siva, Siva. Gleiswechsel. Siva, Siva.
gleich in Schwelm. Sehr, sehr schön. War da gerade Feuer? Sah doch glatt so aus. So, dann können wir hier schon mal zur Bremsung ansetzen. Da oben steht. Oh, ordentlich Fernverkehr hier. Eieieiei. Ist ja mal ein schöner Empfang. Türfreigabe. 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 SIFA. SIFA. Ach komm. Türchen Ausfahrt. SIFA. Wunderbar. Wunderschön. Wunderschön. Verlassen will ich doch. Zugbeeinflussung. Wunderbar. Was ein wunderschönes Bild. Drei Fernverkehrszüge an einem kleinen Bahnhof in Schwelm. Besser geht es nicht. Da kommt die nächste Quietschi. So, wir haben die Aufgabe, die Türen zu verriegeln. Das tun wir natürlich. Schließvorgang eingeleitet. Lösen derweil die Bremse. Da fahren wir 7,0 Kilometer bis Wuppertal-Barmen. Auf geht's.
Wunderbar. Wunderschön. So, 120. Das ist ja Wahnsinn. Oh, was kommt denn da? Sieht nach einer Quietschi aus? Oder was steht da? Ne, ist ein ICE-3. Fernverkehrszug. Wunderbar. Okay, es kommt also kein Zug nach, also noch stehen die Züge da hinten. Ja gut, der eine ICE hatte entgegengesetzte Richtung, das sah man ja an den Schussleuchten. Und der ICE 3, der da noch stand, ich glaube, der hatte noch Aufenthalt, fuhr aber auch in unsere Richtung. Ich glaube, der kommt noch. So, gleich 50 und dann sind wir auch gleich in Barmen. Na guck mal, da kommt uns ein anderer IC entgegen. Steht ein Güterzug, sieht nach einem Autozug aus, ja, Autozug. Wobei lohnt sich das, ist die Frage. Weil wir sind nämlich jetzt sofort da. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr großartig jetzt auf 100 beschleunigen. Das macht keinen Sinn. Da wären wir in Wuppertal-Barmen. Von dort aus dann noch zum Hauptbahnhof. Das dürfte ein Katzensprung sein.
Schnee entgegen. Bleibst du wohl hinter der Linie? Sehr wohl nicht. Im Wuppertal Oberbarm. Hagen Hauptbahnhof Schwelm, Wuppertal Hauptbahnhof, das ist die kurze Reise dieses Zuges. Verriegeln wir die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Lösen die Bremse. Dann fahren wir 3,5 Kilometer bis. Meine Güte, bis zum Hauptbahnhof. Bei der Einfahrt. Sie fahr. Wunderschön. So, jetzt können wir auch gleich schon wieder runterbremsen. Auf mindestens 80. Sie fahr. Das habe ich mir nämlich gedacht, deswegen bin ich auch sofort runter auf 80. Ah, jetzt war ich zu schnell. Das war mein Problem. Jetzt kriegen wir zum Schluss auch noch eine Zwangsbremsung. Ich pack's nicht. Ah, okay. Ja. Zwangsbremsung. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Jetzt haben wir es aber, oder?
gibt auch schon lange keine Zwangsbremsung mehr. Also von daher, ja. 900 Meter vom Hauptbahnhof. Sportlich. Ja, sowas gehört dazu. Sie fahren. Sie fahren. Naja, was will man machen, ne? Gehört halt dazu. Einmal nicht aufgepasst wegen dem Wachsamkeitstaster und zack. Dann hat sie einen halt erwischt. Nichtsdestotrotz kommen wir in Wuppertal an. So, das rote Signal will ich auch nicht fahren, der da wieder so unmittelbar dahinter ist. Das heißt, bleib hier jetzt einfach mal stehen. Öffne links die Türen. Und dann endet diese kurze Fahrt hier in Wuppertal Hauptbahnhof. Das ist also Wuppertal. Die Schwebebahn fehlt noch, die hätten sie ja vielleicht noch irgendwo hinbauen sollen, aber ja, ist halt nicht. Ordentlicher Fernverkehrstreff hier, muss man echt mal sagen. Also zweimal IC, einmal ICE, wirklich sehr, sehr schön. So, ich glaube, wir können die Türen verriegeln. Ich glaube, dann war es das hier auch. Stehvorgang eingeleitet. Genau, benötigt haben wir 38 Minuten 21 für eine gefahrene Distanz von 27,19 Kilometer. Ich hoffe, dieses kleine Szenario mit der Baureihe 101 und dem IC1 auf der Strecke Rhein-Ruhr-Ostenhagen-Wuppertal hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Samstag, habt einen schönen Sonntag, habt ein schönes Silvester. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Übrigens ist das ein Szenario aus dem Creators Club und heißt RB-Umleiter. Ihr seht es ja. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.